Ja, hallo, herzlich willkommen bei Lucinda Ecke bei den Engelkartenlegungen. Dieses hier ist die Wochenenergie mit den Engeln für die Woche vom 3. bis 9. April. Ich bedanke mich herzlich, dass du wieder dabei bist, dass du wieder eingeschaltet hast und schaust. Ja, und ich begrüße auch alle, die neu dazuschauen. Und vorab sage ich gleich danke für eure Likes und danke für eure lieben Abos. Genau. So du nicht weißt, wie das mit dem Abonnieren geht, da ist so ein rotes Kästchen drunter und da drückt man dann drauf, so man ein Google- oder YouTube-Konto hat. Das ist völlig kostenlos. Das bedeutet nur, dass du die Videos zugeschickt bekommst oder eine Information bekommst in der App, dass ein neues Video hochgeladen wurde. Wenn du keins mehr verpassen willst, dann kannst du das gerne tun und das würde mich sehr freuen, wenn du dabei bist und wenn dir gefällt, was ich tue. Ja, ich arbeite ja mit den Engeln zusammen. Heute sind die sirianischen Sternengeschwister hier mit aufgetaucht. Die wollten heute in der übergeordneten Botschaft dabei sein. Dann habe ich heute einen braun, glitzerigen, einen Goldfluss, einen Botswana-Achat habe ich dabei und einen Rosenquarz. Da kannst du auswählen, links, unten oder rechts. Und ich mache, wie du weißt, vorab eine kleine Meditation. Hier oben habe ich, das sieht man nicht so ganz, aber eine wunderschöne Selenitsäule für die Einhornfans und das ist einfach ein Lichtbringerstein, der sehr schön ist. Er hat mal ganz toll geglänzt, ist jetzt irgendwie matt geworden. Also den habe ich hier mit dabei, dass der einfach hier das Licht ankert, steht mit oben drüber. Ein bisschen kannst du den sehen. Vielleicht kann ich den ja auch hier so hinlegen. Genau, dann können wir den alle sehen. Gut, was möchte ich noch sagen? Ja, ich bedanke mich für die wunderbaren lieben Kommentare unter den Videos. Ihr seid so süß und danke auch, wenn ihr mich privat anschreibt bei etwas intimeren Geschichten oder wenn du es einfach nicht öffentlich teilen willst, deinen Kommentar. Vielen, vielen Dank. Ihr seid wunderbar und du kannst auch gerne bei Facebook, wenn du in Facebook bist, da heißt die Seite Cosmic Matrix. Der Link ist auch hier unten runter zu finden. Da kannst du gerne auch rüberkommen. Und dann bekommst du auch so gut wie jeden Tag eine Tagesbotschaft. Ich habe es jetzt mal einen Tag nicht geschafft, weil wir da einen Workshop hatten. Da war ganz viel los. Aber sonst mache ich es eigentlich immer jeden Tag. Und dann kannst du schauen, welche Engel kommen, was kommt für eine Botschaft, wie ist die Tagesenergie. Und das gibt einem doch manchmal Einsichten, wie man so drauf ist. Das erklärt sich dann immer. Jetzt schauen wir mal, wo du dich hier wiederfindest. Und ich mache am Anfang immer eine kleine Meditation. Und ich lade dich auch wieder ein, so du möchtest mitzumachen. Und wenn nicht, dann spul einfach bis dahin vor, wo die Kartenlegung anfängt. Und wenn du magst, dann setz dich gerne jetzt aufrecht hin. Entspann dich. Mach gerne deine Beine parallel und entspann die Schultern. Schließ gerne deine Augen und atme ein paar Mal ganz tief in den Bauch ein und vor allen Dingen ganz tief wieder aus. Da lässt du richtig viel los an Gedanken, an Spannungen. Und dann ruf auch gerne deine Engel, so du mit Engeln schon arbeitest. Und wenn nicht, probier es einfach mal aus. Jeder hat Engel, nicht nur einen. Ruf deine Engel in den Raum, bitte sie, dich zu berühren, dich zu begleiten jetzt, dein Herz zu öffnen, mehr ins Fühlen zu kommen. Atme noch ein paar Mal tief ein und aus. Und dann bitte deine Intuition, deine Engel um den Hinweis, welcher Stein oder welche Kartenstapel für dich die Information für die kommende Woche enthält. Okay, dann starten wir mal mit einem Klang von der Klangschale. Atme tief ein und aus. Genieß den tiefen Atem. Und noch ein letztes Mal einatmen. Da das wieder ausatmen. Ja, wunderbar. Ich atme mal extra laut, damit du mich hörst und
auch eingeladen bist, tief zu atmen. Und jetzt schauen wir mal, was für ein übergeordnetes Thema kommt für die kommende Woche von den Sirianern. So, hier kommt die Karte. 5 der Kelche. Du siehst hier eine Frau im Wald sitzen und im Wasser drin sind 3 Kelche, die treiben da dahin, die sind umgefallen. Und hier oben stehen noch 2 Kelche und diese schaut sie gar nicht an. Sie sitzt da und weint über diese 3 Kelche. Die Kelche stehen ja immer für unsere Gefühle. Und diese Frau beweint einen Verlust aus der Vergangenheit. Sie ist in Sorgen und sie ist in Kummer und Trauer. Ja, sie schaut nur an, was war gewesen und was war nicht gut gewesen. Und dabei übersieht sie, was sie noch hat, was sie für Gaben hat, welche Geschenke noch da sind. Also diese Karte lädt dich ein, den Kummer der Vergangenheit ganz bewusst jetzt loszulassen. Und zu schauen, was ist Gutes im Moment? Wo kannst du mit Dankbarkeit drauf schauen? Wenn du hier nur hierhin schaust und weinst, ist auch die Vorsicht geboten, dass man sich auch wieder Kummer manifestiert. Also auch die Verantwortung zu erkennen, inwiefern deine Denkweisen, deine Fühlweisen weiteren Kummer manifestieren können. Und zu sagen, ich höre jetzt damit auf, ich schaue jetzt hier zu diesen, wo die Fülle ist bei mir. Ich wende meinen Blick, Köpfchen hoch machen und schaue, da, wie die leuchten. Da ist so viel drin, da ist ganz viel Gutes. Es ist nicht alles vorbei. Es scheint einem in diesem Moment so vorzukommen, wenn man den Blick nur hierauf lenkt. Und die Bitte ist, hierauf zu achten, auf die Fülle. Also es kann sein, dass du noch mal ein bisschen ein Tränchen vergießt und eine Trauerarbeit ist und da ein alter Kummer noch mal spürbar wird. Und das dem Loslassen dient, um auch noch mal wirklich mehr zu sehen, was habe ich denn eigentlich für Gaben und was ist da noch eigentlich schon ganz toll, wo ich nur nicht hinschaue. Welche wunderbaren Menschen umgeben mich. So du sehr gesund bist, sei dir bewusst, das ist ein unheimliches Geschenk, dass dein Körper gut funktioniert. Und auch wenn ein Teil deines Körpers eingeschränkt ist, dann gibt es auch immer noch 90% mindestens, meistens, die funktionieren. Bist du darüber dankbar, dass du schauen kannst, dass du gehen kannst, so es so ist. Und auch Menschen, die einen Teil ihres Körpers nicht bewegen können oder keine Arme oder Beine haben. Manchmal können so viel auf die Beine, naja, auf die Beine stellen ist dann auch doof gesagt, aber die können so viel bewerkstelligen. Und da gibt es doch diesen einen Mann, eine andere Kartenlegerin hat ihn erwähnt und ich kenne auch diese YouTube-Videos, so ein Mann ohne Arme und ohne Beine. Also er hat, glaube ich, nur so ein Füßchen dran. Ich weiß nicht, wie der heißt. Und der ist ja jetzt, er reist ja um die Welt und sagt auch jungen Kindern, dass man alles kann, wenn das ein Mann ohne Arme und Beine kann, dann können wir mit Armen und Beinen das doch auch. Also glaub an dich, ja. Ich weiß nicht, ob du diesen Mann kennst. Ich kenne ihn, ich weiß nicht, wie er heißt. Er hat sogar ein Kind und eine Frau und das ist ganz toll und sehr bewegend. Und also einfach schau dahin, was du kannst, was für Fähigkeiten du hast und schau nicht nur, was passiert ist. Jetzt habe ich mich ein bisschen wiederholt. Jetzt schaue ich mal, was Maria Magdalena noch sagt über die Energie der kommenden Woche. Was für einen Hinweis bekommen wir von ihr? Ja, es geht um das Körpergefühl. Ich war jetzt auch schon gerade bei unseren Gliedmaßen, unserer Gesundheit. Also das scheint Thema zu sein nächste Woche. Der Körper ist der Tempel der Seele. Behandle ihn mit Liebe, sprich mit ihm, berühre ihn, salbe ihn, öle ihn. Und auch hier siehst du unten, da wird jemand eingeölt. Und das war jetzt auch schon in der Liebesbotschaft letzte Woche. Da ging es auch um ein Balsam von Raphael und auch um Ölung. Das finde ich sehr, sehr schön. Also es ist einfach auch der Hinweis, jetzt nochmal deinen Körper bewusst wertzuschätzen, Danke zu sagen, dass er dich durch diesen Winter gebracht hat. Und wenn der noch ein bisschen Zeit zum Gesunden braucht, weil noch irgendein Infekt drin hängt oder noch irgendeine Transformationsgrippe oder Symptome, dann tu dir was Gutes und vor allen Dingen sag Danke. Dein Körper hat nämlich Ohren. Deine DNA hat Antennen und die reagieren darauf, was du fühlst, was du denkst und wie du sprichst.
Und wenn man mal so zuhört, wie manche Frauen über sich reden, das ist, oh, das ist wirklich Aua. Wenn man da zuhört, welche Infos sie sich dann geben, ja, wie viel man auch mit Hass manchmal und mit Selbstablehnung über sich redet. Und da bitte geh in die Dankbarkeit, auch wenn dein Körper jetzt älter geworden ist und vielleicht nicht mehr aussieht wie mit 12 oder 20. Dann sag trotzdem Danke. Er ist wunderbar. Er ist der Körper einer reifen, wunderschönen Frau oder eines reifen, wunderschönen Mannes. Sa bringe deinem Körper Wertschätzung entgegen. Wenn du deinem Körper keine Wertschätzung und dir keine Wertschätzung entgegenbringst, ist es so, dass dein Körper das als Nichtliebe versteht und irgendwann fühlt er sich wirklich abgelehnt und dann kann er auch reagieren, ja? Und auch, wenn du dir das nicht gibst, wie soll dir das denn jemand anders geben? Wie kannst du verlangen, jemand anders soll dich lieben, wenn du dich mit Wörtern haust? Okay, jetzt kommt noch von Maria Magdalena ein Hinweis. Heilung des Verrates. Also da geht es jetzt wirklich auch noch mal um Heilung. Schauen wir mal, was noch kommt. Also die Seele ist furchtlos und groß genug, über alte Erfahrungen hinauszuwachsen. Also da geht es darum, diese Kelche da unten, die umgefallen sind, jetzt wirklich heilen zu lassen, in dir. Mein Herz heilt, Wunden schließen sich, meine Zellstrukturen beginnen sich zu verbinden und zu leuchten. Also das in dir, wo du dich selber auch verraten hast und wo auch andere dir etwas angetan haben vor langer Zeit, das heilt jetzt. Das ist wunder, wunder, wunderschön. Und natürlich auch, sie sitzt in der schönsten Natur im Wald. Und jetzt wird alles grün. Die Kastanien haben gestern ausgeschlagen bei uns. Also die Blüten waren morgens noch zu und mittags waren sie auf. Die Blätter waren draußen. Und jetzt haben sie schon richtige, das sieht ja immer aus wie so eine Hand, ne, bei den Kastanien. Und die schlagen jetzt richtig aus. Muss man aufpassen, wenn man am Baum vorbeigeht, ja. Die Blüten schießen jetzt richtig raus und nimm doch diese schöne Natur mit, die ist so heilsam. Setz dich dahin an einen Fluss und lass diese alten Gefühle heilen. Ruf die Naturengel, die Naturwesen, lade sie ein, dir zu helfen. Ich habe heute auch aus einer Inspiration hier die Smoothie-Karten mitgenommen und grüner Smoothie liegt schon oben drauf. Wenn du willst, dann ziehe ich auch dann jeweils ein, ist ein Angebot, weil du kannst einfach die Kraft der Kräuter, der Natur, der Pflanzen jetzt für dich nutzen und deinen Körper reinigen und damit auch alte Denkstrukturen loslassen. Das hängt energetisch alles zusammen. Schauen wir mal, wenn du den gewählt hattest hier, den Goldfluss. Da kommt vielleicht wieder was in Fluss. Schauen wir mal, was da für dich kommt. Da kommt das Ass des Feuers für dich. Eine großartige neue Chance, Karrierefortschritte, ändere dein Leben jetzt. Also hier stehen die Energien sehr günstig für einen Neustart oder dass du ein Projekt, was du schon begonnen hast, jetzt richtig weiter voranbringst. Da kommen richtig tolle kosmische Energien runter. Schau doch mal, wie der Mann hier schaut. Der lächelt doch hier so, hoho, mir kann nichts passieren. Alles ist, die Weichen sind günstig gestellt, also da strömt dir eine Power zu von oben, das ist ganz, ganz toll. Und Goldfluss, schau doch mal, das passt doch total hier. Das ist ja immer echt, wie das zusammenpasst. Also ich wähle das ja alles einfach so und sehe das hinterher auch, so wie ihr. Wow, ich bin beeindruckt. Jetzt schauen wir, was die Drachen dazu sagen. Was bringen die dir? Das ist ja hier schon eine Feuerkarte. Vielleicht kommt noch ein feuriger Drache dazu. Hui, ein Friedensdrache kommt. Also hier kommt wieder ein ganz weiser Drache, der bringt dir noch mal Frieden. Also etwas kommt in Heilung in dir und du hast noch mal Erkenntnisprozesse, dass etwas zum Ruhen kommt und abheilen darf. Und damit kannst du weitergehen, bekommst du mehr Kraft. Das ist ein wunderschöner Drache. Der hat ein ganz süßes Schwänzchen hier und einen schönen Blick auch. Ganz tolle Karten. Also du hast einen Drache, der dir Frieden und Ruhe bringt. Ein Teil in dir heilt und wird ruhig. Dann schauen wir nach. Wer von den Keepers of the Light dich begleitet. Jetzt bin ich total gespannt, was da für dich kommt. Wow, der White Eagle kommt. Das ist ein schamanischer Geistführer, Lichtbote. Und er bringt dir Heilung deiner Ahnen.
Also hier darf jetzt was, und das ist auch wie bei dem Drachen, so ein wunderschönes Blau im Hintergrund. Da heilt jetzt etwas in deiner Ahnenlinie, da werden Zusammenhänge klar. Vielleicht, warum es im Business geblockt hat, Themen mit Geld, mit Wertschätzung, mit Selbstwert, ja. Also es darf jetzt etwas fließen, weil du etwas auch in Heilung gegeben hast. Und White Eagle kannst du rufen, er, wenn es jetzt nochmal auftaucht in dir, Ahnenthemen, dann kannst du White Eagle anrufen, er möchte dich jetzt führen und er hat auch ein unheimlich großes Kronenchakra, wie du siehst, mit seinen Federn und einen unheimlich weisen Blick. Ja, ganz liebevolle braune Augen hat er. Und er sagt, dass du dich jetzt mit deiner Ahnenlinie verbinden darfst und da kommt auch von hinten durch, spüre ich, eine große Kraft aus der Vergangenheit, ein altes Ahnenwissen. Es ist nicht nur alles in der Vergangenheit schrecklich gewesen. Es gibt auch sehr kraftvolle, heilerische Wesen, die dich unterstützen wollen. Und du kannst dich wie anlehnen, wenn du die alle hinter dir aufstellst und das andere in Heilung gibst, dann kommt eine Kraft. Du bekommst Rückendeckung, ja, Rückenwind. Und er sagt, eine Familienwunde oder ein Familienthema wird nun geheilt. Das finde ich wunderschön. Und damit hast du neue Kraft für deinen Weg. Und es kommt Frieden rein. Ganz, ganz schön. Teil mir doch mal mit, ob das passt. Also kannst du gern mit mir erzählen oder mit den anderen. Ihr könnt euch auch untereinander in den Kommentaren austauschen. Man kann, glaube ich, nur kommentieren, wenn man ein YouTube-Konto hat, ne? Also ganz wunderschön. Also bei mir sind auch gerade viele Familienthemen und auch mit Leuten, wo ich rede, ist gerade kollektiv. Also es kommt gerade viel hoch und wie hat man das gemacht und wie hat man das gemacht? Wow, und jetzt schaue ich hier noch für dich. Wenn du sagst, du möchtest hier was mit der Ernährung, vielleicht mal was Frisches, einen Kick rein, Vitamine, Mineralien, gesunde Nährstoffe, dann achte natürlich darauf, dass du alle Zutaten verträgst. Ja, also ich bin ja kein Ernährungsberater. Das ist einfach jetzt optional. Wenn dir das gefällt, nimm dir das einfach mit. Und schauen wir mal, was da jetzt mich hier für dich anlacht. Es ist tatsächlich ein grüner. Ein Zaubertrank-Smoothie heißt der. Ein Muntermacher für freche Früchtchen. Macht stark wie Popeye. Also ist bestimmt Spinat drin. Genau. Also es gibt Babyspinat und Giersch. Der wächst schon, habe ich schon gesehen. Das ist der Giersch drin. Hier unten ist das Rezept. Eine Banane, eine Orange, eine Birne, eine halbe Zitrone, Rosinen zum Süßen und Wasser. Ja, wenn du einen Mixer hast oder einen guten Pürierstab, dann kannst du das machen. Es schmeckt sehr lecker. Schmeckt gar nicht irgendwie so gesund, sage ich mal, sondern mit Ingwer oder Zitrone ist das wunderbar. Lege ich dir hier daneben. Ich mag dir aber den White Eagle oben drauf lassen, weil ich den gerade als wirklich kraftvoll und stark für dich empfinde. Gut, dann schauen wir jetzt hier zum Botswana-Achat, wenn du den gewählt hast. Was hast du denn bekommen? Bei dir sind nämlich zwei Karten rausgeplupst. Schauen wir mal die erste. Also ich habe zwei von denen vom Engeltarot. Schauen wir mal, was kommt. Du hast die fünf des Feuers. Fünf der Stäbe. Interessenkonflikt. Kleinigkeiten, die Ärger bereiten und Auseinandersetzung. Also hier ist ein bisschen Vorsicht geboten, dass man sich nicht zu hitzig in irgendwelche Streitereien reinziehen lässt. Denn was bei uns hochkommt, ist ja auch kollektiv, kommt bei anderen auch hoch. Also schau, dass du da dich nicht zu sehr aufreiben lässt und dich dann auch wieder rausnimmst und ein bisschen vielleicht ein bisschen in die Meditation gehst und einfach spürst, wann die Situation jetzt ein bisschen aus dem Ruder läuft. Oder es ist einfach so viel los, dass du ein bisschen wuselig bist und gerade nicht so gut dein Zentrum findest in dieser Woche. Schauen wir aber, da kamen ja zwei. Was sagt denn die andere Karte dazu? Ah, die Liebenden. Na, das ist ja gut. Also das fühlt sich jetzt eher arbeitstechnisch an und hier kommt, oder Gespräche vielleicht mit deinem Partner. Die Liebenden. Also hier hast du eine große Arkana-Karte. Die Liebenden Erzengel Raphael kommt. Das ist ja auch der Kupplerengel.
Innige Liebesbeziehungen, prüfe deine Entscheidungen sorgfältig. Gute Gesundheit, also Gesundheitsthemen können nochmal auftauchen, weil wir hatten auch in der übergeordneten Botschaft den Körper. Und hier siehst du viel die Farbe Grün, aber du siehst hier auch die Liebenden. Also etwas in dir heilt. Entweder du mit deinem Körper oder deine Einstellung zum Thema Beziehung. Oder auch deine Einstellung hier zum Thema, wie lasse ich mich hier aus meiner Mitte bringen und schaue vielleicht nur auf die Sachen, die mich stören, die nicht in Ordnung sind. Oder wie komme ich jetzt in meine Mitte und werde da ruhiger? Also, wenn man die beiden jetzt wieder miteinander kommunizieren lässt, die Karten. Raphael wird da jetzt für Ausgleich sorgen. Er begleitet dich da. Vielleicht bist du jemand, der sich ganz schnell hitzig aufreiben lässt und jetzt kommt aber auch Raphael und bringt da was in Heilung. Und das tut natürlich dir und deiner Beziehung auch wieder gut, wenn du in dir ruhiger geworden bist. Und das ist sehr schön, das Bild, wie die beiden sich hier aneinander anlehnen. Ganz wunderschön gezeichnet. Und ich bin gespannt, was passiert. Ich hoffe natürlich, dass die Liebe, dass ihr zusammenrücken könnt, dass ihr die Schwerter da niederlegt. Ja, und euch vertragt, lieb miteinander seid. So, also jetzt schauen wir hier, was der Drache sagt zu dir. Der Wasserkelch kommt. Also hier, das ist ein Reinigungsritual. Da wirst du eingeladen, dass du dir vorstellst, dass du in diesen Kelch hineinsteigst und die Drachenkönigin Alba ist da dabei und sie begleitet dich und du darfst deine alten Gewänder nun ablegen und untertauchen in diesem wunderschönen Wasserkelch und komplett deine Gefühle reinigen. Das macht jetzt hier nochmal total Sinn mit diesem sich so schnell vielleicht aufstacheln lassen und unruhig werden. Und nun gibt es ein wunderbares Ritual, wo du dich komplett erneuerst. Deine Gefühle werden geheilt, werden gereinigt. Und das ist auch Raphael, dieses wunderschöne Grün. Also ist ganz viel Heilung für dich drin. Und du darfst jetzt das Alte komplett loslassen und dieses Wasser in dich, in die Zellen eindringen lassen, wie so eine kleine Traumreise, ein Ritual daraus machen. Vielleicht nimmst du auch ein schönes Bad und tust hier so eine schöne Farbe. Es gibt ja Bäder, die haben so eine Farbe, die dir gut tut. Vielleicht mischst du dir ein Smaragdgrün. Es gibt so schöne Badewassertabletten, machst du so farbtherapiemäßig. Und dann rufst du vielleicht auch die Drachenkönigin Alba und bittest dich zu erneuern. Die ist wunderschön und glitzert, die Drachenkönigin. Und wenn du dir vorstellst, dass du wieder aus diesem Kelch hinaussteigst, legst du ein wunderschönes, strahlendes, neues Gewand an. Also du erneuerst dich, du lässt eine alte Gewohnheit jetzt hinter dir. Vielleicht ist es auch die, nur auf Fehler zu schauen, nur auf oder auch nur zu hören, wo ein anderer einen scheinbar kritisiert und das Gute nicht zu hören. Vielleicht hat der andere auch drei gute Sachen gesagt und wenn man die auch hören würde und würdigen würde und darauf einsteigen würde, würde alles viel ruhiger sein. Also irgendwas Altes geht jetzt raus, eine Unsicherheit und dadurch kommt auch mehr Ruhe und Frieden rein. Das ist wunderschön. Das freut mich. Jetzt schauen wir hier, wer begleitet dich von den Keepers of the Light? Oh, da kommt die Lady Hope. Die Lady Hope, die geht zusammen mit Lady Faith, also Hoffnung und Vertrauen. Diese beiden Damen gehören zusammen und es geht um Liebe und Akzeptanz. Und das beginnt natürlich in dir jetzt. In dir heilt etwas und deswegen hörst du jetzt auch liebevolle Worte und du wirst liebevoll mit dir selber reden. Und es entsteht dadurch mehr Frieden. Du kannst Lady Hope anrufen jetzt. Und sie sagt, die Liebe ist mit dir oder die Liebe ist deins. Erkenne deinen göttlichen Wert. Erkenne ihn jetzt. Und liebe ab jetzt liebevolle Gedanken. Ganz toll. Also Lady Hope ist bei dir. Und wisst ihr, was mir gerade wieder auffällt? Hier, schau mal. Es ist unglaublich. Ich pendel die Steine aus, ich pendel die Karten aus. Es ist so schön, wie das passt. Also Lady Hope ist bei dir und begleitet dich ganz, ganz fest. Ne? Also es
Besteht immer Hoffnung, du bist wundervoll, du bist geliebt, deine Gefühle erneuern sich und du kannst ganz neue Denkweisen, wie wunderbar du bist, nun zulassen, die begleiten dich ab jetzt. Ich schaue auch bei dir, wenn du magst. Ich habe ja hier diese Smoothie-Karten und vielleicht gibt es auch hier eine schöne Komposition, die du mal ausprobieren magst in deinem Mixer. Es ist ja eh der Frühling. Gucken wir mal, was kommt. Das tut unheimlich gut, wenn man jeden Tag frisches Obst isst, wenn du jetzt das verträgst, wenn du Fruktoseintoleranz hast, natürlich nicht. Also nur, wenn du weißt, dass du so eine Sachen verträgst von den Zutaten, ne? Oh, gucke mal, auch gelb. Wie cool ist das denn? Ich sehe das nicht. Wenn ich so habe, dann ist alles weiß. Also, der heißt Tropical Smoothie. Eine erfrischende Fruchtcreme reduziert Stress und ideal zum Chillen. Na, das ist doch schön. Und auch Selbstbewusstsein. Also, die Farbschwingung im Essen macht ja auch was, wenn wir das essen. Also, was ist hier drin? Ich halte das mal nah dran. Also, hier hast du Honigmelone drin, Ananas, Banane, Kokosmilch, Vanilleschote und Eiswürfel. Sehr lecker. Also da kriegt man gleich Lust, das mal auszuprobieren. Aber bitte lasst das Obst sehr reif werden. Unreifes Obst ist bitter und nicht süß und nicht gut verdaulich. Ja, das kriege ich nur als Hinweis. Lasst die Ananas richtig schön duften und lasst die Melone schön reif werden und dann liegt es vielleicht noch eine Woche da. Man kann es ja kaufen und dann später verwenden. Und Lady Hope ist bei dir und du darfst dich reinigen und wirst diese Woche auch gereinigt. Jetzt schauen wir mal, wenn du den Rosenquarz gewählt hast, was kommt jetzt bei dir in dieser Woche? Da sind auch zwei Karten rausgekommen. Schauen wir mal die erste Karte an. Als erstes kommt, du hast auch eine große Arkana, Erzengel Kamuel. Lebenserfahrung heißt diese Karte. Erzengel Kamuel ist ja der Engel für die Liebe. Wir haben ja hier auch den Rosenquarz. Und ein wichtiges Ereignis findet nun in deinem Leben statt. Eine Enthüllung führt zu Veränderungen. Zeit, deine Flügel auszubreiten. Ja, auch bei dir gibt es neue Zusammenhänge, die dir nun klar werden, wo du einen ganz anderen Blick auf dein Leben jetzt wirfst. Etwas erfährst du vielleicht auch aus der Familie oder du entdeckst etwas, was wie die beiden Kelche schon lange dagestanden hat, was dir aber bisher gar nicht sichtbar war oder nicht klar war, weil du einfach woanders hingeschaut hast. Und das verändert alles. Es stellt alles in einen anderen Zusammenhang. Vielleicht bekommst du eine Information über irgendein Familienmitglied, was ganz anders war, als man immer dachte. Also ich habe gerade das Gefühl, du erfährst irgendwas, was alles in ein anderes Licht stellt. Und ich bin total gespannt. Und da wirst du jetzt die Dinge ab da anders betrachten. Vielleicht auch wieder liebevoller mit dir umgehen. Wir schauen mal, was die andere Karte dazu sagt. Vielleicht verstehen wir es dann schon ein bisschen besser. Sechs der Luft. Ab jetzt geht es aufwärts, das Ende einer schwierigen Situation oder einer Reise. Hier sind ja Einhörner und das kommt in einem Boot angefahren. Also, es geht jetzt für dich aufwärts. Irgendeine schwierige Situation beendet sich, entweder jobmäßig, fließt jetzt wieder mehr Geld und du hast jetzt eine tolle Nachricht bekommen und es geht jetzt wirklich weiter, dass die Sorgen rausgehen. Ich weiß, dass viele gerade geldmäßig die ganze Zeit auch Probleme hatten und das drückt ja enorm auf die Psyche, ne? Oder gesundheitsmäßig klärt sich was oder du planst jetzt bald eine schöne Reise hier mit dem Boot. Also es geht jetzt irgendwie bergauf. Oder diese Erfahrung, diese Information, die du bekommen hast, stellt alles in ein anderes Licht und deswegen geht jetzt was aufwärts. Musst du schauen in deinem speziellen Fall, was es ist. Oder einfach die kosmischen Energien machen, dass du ab jetzt wieder mehr rausgehst, dich besser fühlst. Spür mal rein, was es bei dir ist. Das ist ja eine allgemeine Legung. Wenn du es genauer wissen willst, müsste ich auch speziell bei dir reingucken. Wenn du das magst, kannst du mich buchen. Jetzt schauen wir hier, welcher Drache dich begleitet. Oh, ein Drache kommt, der heißt Neue Welt. Also,
Das Boot fährt ja los in eine neue Welt. Ich schaue jetzt mal, was dieser Drache sagt. Der sieht auf jeden Fall sehr, sehr süß aus. Der hat nämlich ein Fell und der hat kein Schuppenkleid. Es geht jetzt auf in neue Welten für dich. Ein Neustart steht bevor. Hin zu einer neuen Welt wie ein Paradies voller Frieden, Liebe und Harmonie. Dies ist der Weg, auf dem wir alle sind. Jeder geht diesen Weg so, wie es für ihn richtig ist. Der Leopardendrache ist der Drache, der dich an deine Intelligenz erinnern möchte. Nutze die Brillanz des menschlichen Verstandes, um am Entstehen dieser neuen Welt, dem goldenen Zeitalter, mitzuwirken. Der Leopardendrache möchte dich lehren, deine Intelligenz als Geschenk zu sehen, sie einzusetzen und nicht verkümmern zu lassen. Viele spirituelle Menschen tragen den Glaubenssatz in sich, Intelligenz habe etwas mit dem Ego zu tun. In Wahrheit ist es jedoch deine Intelligenz, die dir helfen wird, das Ego zu überwinden. Denn nur mit einem brillanten, glasklaren Verstand kannst du Wissen in Weisheit wandeln. Und so höre, was der Leopardendrache dir sagen möchte. Wie oft hast du in der Vergangenheit gesagt, das kann ich nicht? Jetzt ist es an der Zeit, alte Muster, alte Verknüpfungen in deinem Gehirn zu lösen. Verändere deine Wortwahl. In Zukunft wirst du ein Ich will nicht an die Stelle von Ich kann nicht setzen. In Zukunft wirst du Ich kann nicht aus deinem System eliminieren, denn dieses Muster hält dich klein. Nutze deinen klaren Verstand und spüre den Unterschied zwischen dem Ich kann nicht und dem Ich will nicht. Das eine nährt das Minderwertigkeitsgefühl, das andere nährt deinen freien Willen. Und jetzt sage mehrfach laut, ich will nicht. Du sollst es einfach mal spüren, was passiert, wenn du das sagst. Ich will nicht, ja? Eine neue Welt braucht spirituelle, intelligente und freie Menschen, die ihren Wert anerkennen. Vielleicht möchtest du diese Karte an einem am Kühlschrank oder am Badezimmerspiegel kleben, damit du die Botschaft nicht vergisst. Und er schaut auch hier ein bisschen ernst. Schau mal. Er möchte dir Mut geben und die Klarheit, deine Wortwahl zu überdenken, ne? Wenn du nämlich immer sagst, ich kann nicht, dann sprichst du in dir die Teile an, die nicht können. Aber wenn du sagst, ja, vielleicht ich traue mich nicht, oder ja, ich wüsste jetzt gar nicht wie, denn dann gehst du schon in ganz andere Bereiche. Oder ja, da müsste mir jemand helfen. Ich traue mich ja aber auch nicht zu fragen um Hilfe. Da bist du dann ganz ehrlich mit dir. Und ich wüsste jetzt nicht, wie ich anfange, aber ich will ja anfangen. Und es ist, wenn du einfach sagst, ich kann nicht, dann machst du einen Punkt, ohne was versucht zu haben. Also dieser Drache gibt dir Mut für einen Neustart. Das ist jetzt hier auch dieses Boot, was losfährt. Und die Lebenserfahrung sagt dir auch vielleicht, so wie ich es bisher gemacht habe, komme ich nicht weiter. So verbaue ich mir jeden Weg. Also werde ich doch jetzt mal neue Möglichkeiten in Erwägung ziehen. Also er sagt ja hier auch, Flügel ausbreiten, sagt Kamuel, ja? Und der Drache sagt's auch, spreche bitte gut, ja? Benütze gute Worte. Denn du kannst alles, was du willst. Und wenn du anfängst, dir in Gedanken zu gestatten, das zu können, dann öffnen sich ganz andere Türen. Also du aktivierst ganz andere Gene, wenn du visualisierst, wie du etwas tust. Dann werden tatsächlich Genbereiche, die komplett ausgeschaltet sind, aktiviert. Und es werden andere Peptidverbindungen, Eiweißverbindungen ausgeschüttet, die wiederum andere Stoffwechselvorgänge in Gang setzt. Das kann man inzwischen alles erforschen. Was du denkst, macht was. Also der Geist ist über der Materie. Also bitte hör auf, dich zu limitieren. Also Kamui wird dich da diese Woche ein bisschen unterweisen. Und jetzt schauen wir noch, wer hier kommt von den Keepers of the Light und dich auch noch führt. Da kommt der Michael. Diesmal ganz in Rot gekleidet, wunderschön gezeichnet, mit seinem Lichtschwert. Ja, ganz schön hat er seine Flügel erhoben und er sagt, du darfst dem Himmel vertrauen. Also wenn der Himmel dir immer wieder Ideen schickt, zum Beispiel, du möchtest ein Buch schreiben oder einen Vortrag halten und diese Bilder kommen und dann sagst du gleich, das kann ich nicht. Diese Bilder kommen vom Himmel, dann vertraue dem Himmel. Das hat einen Grund, warum diese Bilder kommen.
Du hast in dir diese Fähigkeiten, wenn diese Bilder kommen. Und Michael geht jetzt an deiner Seite und er wird dich führen und er wird dich beschützen und er wird dich auch vor deinen eigenen Gedanken beschützen, wenn du ihm die Führung erlaubst, ja? Engel kannst du auch bitten, dass sie dir helfen, wenn du wieder Worte wählst gegen dich selbst gerichtet. Habe ich auch schon ausprobiert, es ist ganz wunderbar, sie geben dir Hinweise. Ich muss es jetzt mal erzählen, ich habe das mal ausprobiert an einem Tag. Da habe ich morgens zu den Engeln gesagt, bitte gib mir Hinweise, wenn ich Worte wähle, wo ich irgendwie rummecker oder ungeduldig bin. Und jedes Mal, wenn ich den Mund aufmachen wollte und mich aufregen wollte über irgendwas, was weiß ich, was rumliegt, was die Kinder gemacht haben oder irgendwas, dann hat mich hinten zwischen den Schulterblättern was angetippt. Oh ja, da war ja was. Genau. Und die machen das wirklich. Die Engel sind so klasse, die machen das. Also er sagt, you are safe, du bist sicher. Deine Engel stehen alle ganz nah bei dir. Du kannst nicht verfehlen, du kannst nicht gewinnen. Sie sind bei dir, du kriegst so viel Power vom Himmel. Also du darfst deine Sorgen wirklich abgeben und jetzt ein Wunder erwarten, sagt Michael. Also geh den nächsten Schritt, ja, sei mutig und trau dir zu denken, trau dir diese Tür im Kopf aufzumachen, dass du den nächsten Schritt schaffst. Du kannst das, okay? Geh raus aus diesem kleinen, ich kann's nicht und mach den nächsten Schritt mit Michael. Schau mal, der ist so schön dunkelrot. Obendrauf liegt auch ein dunkelroter, aber ich misch noch mal durch. Ich habe hier diese Smoothie-Karten und vielleicht unterstützt dich das. Aber bitte mach es nur, wenn du alle Zutaten verträgst und wenn sich das anspricht. Okay? Ich mische die Karten durch und dann ziehen wir hier eine für dich. Die da. Es ist ein lila Smoothie, ein lila Luxus-Smoothie. Fruchtig und süß, gut für Darm und Augen und konzentrierte Vitamine enthält er. Ja, schauen wir mal nach. Also, der enthält Heidelbeeren, Hafersahne, Banane, Lurkuma-Pulver gibt es im Reformhaus oder Agavensirup, das ist irgendwas zum Süßen, Wasser und Eiswürfel. Ja? Super. Also kannst du mal ausprobieren. Ich hatte heute auch wunderbar leckeren Smoothie, sah fast so ähnlich aus, auch mit Banane und Beeren und mit Sojamilch. So, den lege ich dir hier daneben. So, dann kriegst du den für die Liebe. Also, ich bin gespannt. Ich hoffe, die nächste Woche ist wunderbar für euch. Genießt die Sonne, geht mal raus, bau was Schönes, Frisches in deine Ernährung ein und lass die umgefallenen Kelche umgefallen sein und schau, was hast du Tolles in dir, weil da ist so viel, was du wahrscheinlich noch nicht entdeckt hast, was jetzt raus will. Also, lass es raus, Baby. Und alles Liebe von mir für dich. Eine wunderschöne Woche. Satnam, Engelsegen für dich.